Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristenhotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mache ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Tja, liebe Leute, wo ist der kleine Stadtstreicher denn hier wieder gelandet? Schaut mal nach hinten. Nein, die Nautilus ist es nicht. Auch wenn das Gelbe da oben und das Blaue, ich verrat's euch, ich bin am Ostermarkt gelandet. Und zwar zunächst einmal auf dem in Schönbrunn. Womit sich automatisch die Frage stellt, was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Und hier ist die vielleicht verblüffende Antwort. Es war der Osterhase. Osterhasen als Lebkuchen, lecker, lecker. Dabei hätte ich Lebkuchen sonst eher mit der Weihnachtszeit in Verbindung gebracht. Und gerne verrate ich euch, wo diese Köstlichkeiten herkommen. Naja, ein Eierbecher ist es nicht gerade, aber schön auf jeden Fall. Und solche Schönheiten anzufertigen, das muss man können. Heißt Easter Rabbit eigentlich Rabe oder Hase? Na, dieser Osterhase hat aber kurze Ohren. Kein Wunder, ist ja auch ein Osterbär. Aber den Hasen habe ich an diesem Stand natürlich auch entdeckt. Und was gibt's noch bei diesem Stand? Wunderbaren köstlichen Honig. Und Wachsprodukte. Auch Osterhasen aus Wachs. Die kann man sogar anzünden. Auch Schätze aus alten Zeiten kann man am Schönbrunner Ostermarkt bewundern. Und natürlich wunderschöne Ostergestecke in allen Varianten. Diese Eier sollte man am besten nicht fallen lassen. Das gilt natürlich auch für rohe Eier. Bei solch wunderschönen Kissen sollte es einem nicht wundern, wenn der Osterhase vielleicht mal verschläft. Und wo ist von Kinderseite das größte Gedränge am Schönbrunner Ostermarkt? Natürlich bei den Plüschtieren. Und das hier ist natürlich ein besonders langohriges Langohr. Häschen, Häschen, wohin man schaut. Ja, ja, man kann Ostereier wunderschön gestalten, wie man hier sieht. Auch ein Langohr, aber offensichtlich kein Osterhase. Ostern ist ja für die Gänse die zweitgefährlichste Jahreszeit nach Martini. Und hier sieht man eindeutig, was Osterhasen tun, bevor sie die Eier ausliefern. Sie schaukeln drauf herum. Das Ganze übrigens aus Zinn. Auch aus Porzellan kann man Hasen machen. Und diese Eier sind, man soll es kaum glauben, aus Pappmaché. Schon lange keinen Hasen gesehen, oder? Diese hier sind übrigens aus Filz. Und dieser Osterhase hoppelt doch tatsächlich. Bei all dem wunderbaren Getier frage ich mich, wo steckt der Osterhase hier? Also was die zwei zu Ostern tun, weiß ich nicht. Aber er ist offensichtlich einer von vielen Osterhasen hier. Also bei den zwei fällt mir nur ein, schau mir in die Augen, Kleines. Ich bin mir fast sicher, Wolfgang Amadeus Mozart hätte seine Osterkarten tatsächlich so gestaltet wie diese hier. Nicht artgerechte Osterhasenhaltung würde ich das bezeichnen. Dieser hier ist dafür sehr relaxed. Ja, ja, ja. Alles in Österreich produziert und das meiste von mir selber gemacht. Genau.
Und was frisst ein Osterhase? Nein, natürlich nicht. Er frisst Karotten. Und nun mal ganz ehrlich, wem läuft jetzt nicht das Wasser im Mund zusammen bei diesen Köstlichkeiten? Aber Vorsicht, die sind aus Seife, also zum Waschen gedacht. Und was trinkt der Osterhase? Das ist jetzt nun mal was ganz Feines. Dieser Osterhase war vielleicht mal im Heu, hauptsächlich besteht er aber aus Heu. Ist aus Filz, hat lange Ohren, aber leider nein, kein Osterhase. Ja, und wer sagt, dass aus Eiern nur Hühner schlüpfen? Habt ihr gewusst, dass man sich mit Sisi auch die Nase putzen kann? Jetzt weiß ich's. Verhungern muss am Schönbrunner Ostermarkt natürlich auch niemand. Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, was sagt uns das, wenn der Osterhase an der goldenen Kugel schnuppert? Na klar, wir sind am Ostermarkt am Hof angelangt. Die goldene Kugel gehört übrigens zum bürgerlichen Zeughaus, das die Zentralfeuerwache der Stadt Wien beherbergt. Alles Osterhase oder was? Eher Osterkäfer, oder? Oder doch Osterkatze? Na, zumindest Ostereier habe ich schon mal entdeckt. Endlich der erste Osterhase und der serviert sogar das Ei noch am Tablett. Ja, und hinter diesen wunderschön bunten Ostereiern mit Osterhasen verstecken sich ausgeblasene Straußeneier. Alles Gute, was der Osterhase, die Osterbiene bringt, finden wir bei diesem Stand. Und dieses Huhn bringt mich an die in dieser Sendung schon einmal gestellte Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Nun, was diese zwei mit dem Osterhasen zu tun haben, ganz einfach gesagt, bei ihren Schlägereien bekamen immer die anderen eins hinter die Löffel. Und womit verteilt dieser Osterhase seine Eier? Na klar, mit dem Flugzeug. Sieht man doch an der Fliegerbrille. Kleines Suchrätsel, wer findet hier den Osterhasen? Und dieses Werkzeug kann man nach getaner Arbeit schlicht und ergreifend aufessen. Es ist nämlich aus Schokolade. Die Frage ist, ob es auch Schrauben bewältigt. Wenn ich jetzt Karel Gott werde, würde ich singen Einmal um die ganze Welt. Also bei diesen Modellen schlägt das Herz jedes engagierten Modellbauers höher. Und auch am Ostermarkt am Hof muss mit Sicherheit niemand verhungern. Wie gerne würden Sie für das Frühstück Ihnen empfehlen?
Und hier finden wir den Osterschinken. Ja, und sein Beruf steht hier unten angeschrieben. Ja, und nur einen Katzen- oder sollte man sagen Osterhasensprung entfernt vom Ostermarkt am Hof ist jener auf der Freiung. Holzkopf mitnichten, höchstens Holzeier. Und die Hasen sind aus Stroh. Und hier dreht sich das ultimative Riesenei auf der Freiung. Und hier kommt sogar der Kaiser zur Ostermesse. Wollmützen zu Ostern? Heuer wird uns das zum Glück nicht bevorstehen. Diese Ostereier kann man nicht essen, dafür kann man sie anzünden. Und auch bei diesen Eiern würde ich das Essen nicht empfehlen, dafür kann man sich damit auch waschen. Feldhase? Nicht so ganz, eher Schokohase in Staniol. Und auch das ist natürlich ein österliches Motiv. Diese Osterhasen haben ja selber schon fast Eierform. Und wir alle wünschen jetzt